Die letzten Tage, also seit Beginn des offiziellen Frühlings hier in Deutschland, waren ja einerseits bei uns schon ziemlich wechselhaft, aber andererseits schon stellenweise sehr mild und es gab auch schon Regionen, wo es mehrfach über die 20-Grad-Marke hinausging. Und die 20 Grad und mehr peilen wir auch jetzt an diesem Osterwochenende an, das wettermäßig sowieso außerordentlich bemerkenswert stattfindet in diesem Jahr. Schauen wir uns an, hier anhand der Wetter- und Temperaturkarte von Europa. Und da ist es so, im Norden des Kontinents ist es noch kalt, sonst aber hat Erwärmung eingesetzt. Und deswegen hat sich aufgrund dieser Kontraste vor den Toren von Europa ein massives Tiefdruckgebiet etabliert. Und das schaufelt an diesem Osterwochenende die warme Luft so richtig von Süden, vom Mittelmeer her nach Mitteleuropa herein. Und das bedeutet, es ist einerseits zwar wechselhaft, aber andererseits ist es doch, oder wird es zumindest zeitweise sehr warm, mit einer sehr bemerkenswerten Geschichte, nämlich Temperaturanstieg von dem einen zum anderen Tag, von Karfreitag auf den Samstag, stellenweise über 10 Grad. Das ist außergewöhnlich bei uns in Mitteleuropa. Normalerweise sind so 3 bis 5 Grad das Maximale, was es von dem einen zum anderen Tag nach oben geht, weil die warme Luft ja nicht ganz so viel Energie hat wie die kalte Luft. Aber in diesem Jahr sind es stellenweise locker über 10 Grad, die Temperatur einen Sprung nach oben macht. Im Detail sehen die einzelnen Tage so aus. Also an Karfreitag hängt noch vor allen Dingen über der Mitte und im Norden Deutschlands ein großes Wolken- und Regengebiet. Manchmal ziemlich windig und es regnet auch stellenweise längere Zeit, vor allen Dingen hier über den Mittelgebirgen. Später am Tag lockert vor allen Dingen an der Nordseeküste die Wolkendecke auf. Da gibt es noch einzelne Schauer mit ein bisschen Sonnenschein. Sonnenschein gibt es allerdings auch im Südosten des Landes, in Bayern speziell. Da ist der Karfreitag ziemlich schön und vor allen Dingen auch ziemlich warm. Es geht hier im Südosten Bayern, auch stellenweise noch in Sachsen, hoch bis auf 2, vielleicht auch 23 Grad. Wärmste Stadt an Karfreitag ist Passau. Sonst liegen die Werte unter den Wolken meist so zwischen 9 und 15 Grad etwa. Und da, wo es in den Mittelgebirgen längere Zeit regnet und auch an den Küsten, ist es mit 8 Grad Karfreitag am kühlsten. Am Samstag, da, ja, es macht einfach einen Wumms. Also einen ziemlichen Doppelwumms diesmal, weil es nämlich von Süden her so ist, dass die warme Luft mit Macht über die Alpen nach Deutschland hereinbläst. Und deswegen macht die Regenfront, die noch an Karfreitag über uns lag, einfach einen Sprung nach Norden, hängt nur während des Tages nur noch hier an der Küste und in Schleswig-Holstein, sorgt dort für längere Zeit für Regenfälle. Sonst aber ist es zeitweise heiter bis wolkig und die Sonne scheint, bevor dann gegen Abend ganz im Westen von Deutschland sich eine Schauer- und Gewitterlinie entwickelt und möglicherweise hier im Saarland, in Rheinland-Pfalz auch für Sturmböen und kräftige Regengüsse sorgt. Aber bis es soweit ist, wird es außerordentlich warm. Die Temperatur liegt in manchen Regionen zwischen bei 3 oder 24 Grad. Ist es nicht ausgeschlossen, dass in der Lausitz der erste Sommertag des Jahres mit 25 Grad auftritt. Auch unter den Wolken im Norden ist es nur ein bisschen mit 11 bis 19 Grad ein wenig kühler. An Ostersonntag, da geht es ein bisschen wechselhafter weiter in der West- und Nordhälfte. Auch da gibt es während des Tages, können einzelne Schauer auftreten, abends vielleicht auch wieder Gewitter. Je weiter es nach Südosten und Osten geht, ist die Wolkendecke insgesamt aufgelockerter mit etwas Sonnenschein und die Temperatur beginnt so bei 10 Grad an der Küste. Meist sind es wieder 11 bis 19 Grad und wo im Osten, im Südosten die Sonne ein bisschen häufiger scheint, können auch nochmal 2 oder 23 Grad erreicht werden. Der Ostermontag schließlich ist ein klassischer Couchtag, da versäumen wir beim Wetter nichts, denn mit Wolken und Wind und quasi mit Pauken und Trompeten wird die warme Luft aus Deutschland herausgeblasen. Es gibt viele Wolken, es gibt immer wieder Regen, örtlich auch noch Gewitter und vor allem in der Westhälfte ein kräftiger Wind und der schaufelt eben die warme Luft nach Osten weg. Das bedeutet, da wo es längere Zeit regnet, in den Mittelgebirgen sind wir noch bei 8 Grad, sonst so 9 bis 15 Grad und vor dem Regen im Nordosten so an der Grenze zu Polen vielleicht nochmal die 19 oder 20 Grad. Nach Ostern setzt sich dieses Aprilwetter mal kurzzeitig durch mit kalter Luft, mit Wolken, viel Wind und eventuell auch mal kurzzeitig hier und da in den Mittelgebirgen mit Schnee. Aber später in der Woche, es bleibt zwar wechselhaft, wird es allerdings schon wieder milder. In diesem Sinne, ein schönes Osterfest.